liebe Zeit, war ich froh, dass ich einen Tipp bekommen habe von einer Hundehalterin aus der Nachbarschaft. Und zwar mit diesem Hundefriseur ist das so eine Sache. Also ich muss gestehen, ich erzähle euch jetzt, was ich danach gelernt habe. Da habe ich nämlich in Foren geguckt und da haben die Leute auch ganz verzweifelt geschrieben, du lieber Gott, die Hunde werden angekettet und werden festgehalten und man muss denen das beibringen mit dem Ruhigsein. Jetzt habe ich ja da so einen kleinen süßen Welpen und kam zu meiner Hundefriseuse, sage ich jetzt einfach mal, Groomer, ne? Und war also total begeistert, zum einen, weil sie einen Kennenlerntag gemacht hat für sie und den Hund. Also sie möchte den Hund kennenlernen und umgekehrt. Und da ging sie also ganz behutsam vor. Der Hund soll also lernen zu stehen und sich also erstmal an die Geräusche und an die Geräte gewöhnen. Und das ging also wirklich gut. Mein Hund hat sich dahingestellt und im Grunde wollte ich natürlich, weil er die Augen vorne, das lief ja alles schon so rein und er konnte ja gar nicht mehr richtig gucken. Und das stand wohl im Hundebuch drin, dass man darauf achten muss, dass die Augen frei sind, weil ihnen das jetzt auch nicht gefällt. Auch der war jetzt nicht ständig im Gesicht, aber ich fand es dann doch gut, dass sie es geschafft hat, ihm die Haare vorne abzuschneiden. Was ich ganz toll fand, ist, es ging also ganz langsam, sie hat sich eine Stunde Zeit genommen und hat gar nicht viel gemacht, sondern einfach nur da ein bisschen schnippschnapp, so wie es der Hund halt auch zugelassen hat. Und sie hat überhaupt nichts dafür verlangt. Das ist natürlich großartig, weil sie sagt, sie möchte, dass der Hund gerne herkommt und dass er sich daran gewöhnt und für ihn das eben keine Quälerei darstellt, sondern dass er das vielleicht sogar genießt. Gebadet worden ist er natürlich nicht, sondern sie hat also nur diese Geräte mit ihm ausprobiert. Ja, und dann gab es natürlich am Schluss ein total gutes Leckerli und das hat ihn natürlich sehr gefreut. Und was ich machen kann, ich kann jetzt mit ihm zu Hause üben, dass ich ihn auch auf den Balkontisch stelle und dort eben auch im Stehen bürste. Das muss ich gestehen, ist mir bislang einmal gelungen. Ja, und jetzt kommt noch der Nachklapp. Das habe ich jetzt da meinen Hundehalterfreundinnen erzählt und die meinten, bloß dem Welpen die Haare nicht schneiden, das ist ganz furchtbar und ganz schrecklich und Hunde werden überhaupt nicht geschoren und das wäre das Schlimmste, was man denen antun kann. Dann habe ich nochmal meine Züchterin gefragt und die sagt auch, nee, also ein Welpenschnitt ist irgendwann schon mal sinnvoll, aber vielleicht wirklich nicht so schnell. Also ich habe jetzt den ersten Gewöhnungstag gemacht. Ich werde auch einen zweiten machen, so in 4 Wochen. Und zum Herbst hin kriegt er dann tatsächlich so, da ist er dann, was weiß ich, ein halbes Jahr alt oder so, denke ich, dass er dann auch so weit ist, dass er einen ordentlichen Schnitt kriegt. Es ist so, diese ganzen Kennenlerntage, wenn er jetzt noch zu dieser Friseuse geht, die kosten dann 5 Euro. Und wenn er richtig mal geschnitten wird und das auch wirklich super läuft, dann sind es 38, also quasi 40 Euro. Und ich kann da schön mit dem Fahrrad hinfahren. Er sitzt vorne im Körbchen drin und finde das ganz großartig. Und dann gehen wir danach immer noch ein bisschen Gassi. Also das war rundum schön. Und hat mich auch schwer beeindruckt, wie sie da rangeht. Denn was ich, wie gesagt, danach gelesen habe, Halleluja, da kann es auch mal ganz anders zur Sache gehen. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall erkundigen. Es gibt Hundefriseusen oder Friseure, die das anders machen. Man muss Hunde nicht anketten. In diesem Sinne. Wuff.